Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Okay, ich beiße an. Was wird hier gespielt? Wieso gespielt? Das hier ist kein Spiel. Wir tauschen Panzerungen. Er weiß genau, was Sie meinen. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Moment Gründen? Moment mal. Aus persönlichen was? Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Ich weiß, wie das hier enden wird. Einer von ihnen fühlt sich beleidigt und der andere wird verprügelt. Deshalb machen wir es ja hier. Wir tauschen Panzerungen gegen Antworten auf Fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust mehr, von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Joel wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren. Oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale, also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Joel beleidigt wäre, lege ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Okay, was wir jetzt tun, ich will einmal ganz schnell gucken. Ich habe 6 Punkte dazu gekriegt, alles klar. Warum? Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Darauf können Sie wetten. So, jetzt haben wir sie, ne? Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier auch durch auf der Nexus. Ich werde das dann mit den, also, wollte ich gerade sagen, mit den 6 Punkten, das werde ich wieder verteilen. Frau, der ich Sie ständig auf der Nexus sehe. Was? Wer? Sie sind immer knapp an Credits, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist kompliziert, Subi. Ich wollte sagen, ich verteile die Punkte dann wieder, wenn ihr nicht dabei seid, genauso wie ich die Black Widow bastle, Jill, wenn ihr nicht dabei O'Connell seid. O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. So, Suvi-Maus ist die... Die Entdeckung hatten wir eigentlich gerade ein Gespräch genau mit das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Das Wissen der Angara wird der Initiative eine enorme Hilfe sein. Ja, und wir benötigen sie wirklich dringend. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen.
Aber natürlich. Ach, was ein Jammer. Naja. Gut, dann konnten wir jetzt, glaube ich, diese dämlichen EOS-Aufgaben machen, ne? Die Feuerwehr. Die Feuerwehr? Kann man das auch näher angucken? Beenden, UI verbergen, Systemansicht, Scanner aktivieren. Ne, leider nicht. Leider nicht. Was ist denn die Feuerwehr? Gut, wir würden jetzt eh nicht nochmal landen. Volt. So, jetzt hätten wir... Das kommt später, habe ich euch erzählt. Sonst hatten wir hier alles. Wir werden jetzt auf jeden Fall... 100%. Wir werden jetzt auf jeden Fall, bevor wir nach Aya fliegen, kurz nochmal nach EOS. Und die Personen ansprechen. Und dann muss ich mir auch beim nächsten Mal Gedanken darüber machen, was wir als Roadtrip nehmen. So. Ach, das war hier Dings, ne? Ich bin schon gespannt, wie viel Speicherplatz das hier kostet. Im Gegensatz zu dem anderen, wie die Bildqualität ist. Echt. Weil ich will dieses Spiel auf einem richtig hohen Level aufnehmen. Nicht so wie alles andere, was ich spiele. Ich will dieses Spiel, weil es optisch so schön ist, auf einem richtig fetten Level haben. Leider halt momentan noch mit Leite Sinkflug ein. Defiziten. Die Werte passen. Alles was ruhig. Das Aufnehmen angeht. Und wir machen jetzt hier nichts. Wir haben Bescheid. Das wird hier total das absolute Blabla-Video. Deswegen werde ich dieses Teil auch in einem Stück hochladen. Denke ich jedenfalls jetzt. So. Alles klar, wir sind Darketeer ansprechen, genau. Die ist dort irgendwo. Was aber so entspannt, dass man jetzt dieses Geruckel nicht hat. Echt jetzt. Da bin ich gespannt. Rider. Pathfinder? Dark Eterian. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesen Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Okay. Das ist sogar hier. Dann können wir schon wieder ins Raumschiff rein. Mehr wollten wir hier nämlich gar nicht. Und wir können das Kettlager im Pteas-System finden, wo in dem wir gerade sind. Das ist ja das Praktische. Und wir folgen auch dem Auftrag automatisch, weil wir das noch eingeschaltet haben. Sind im Steigflug. Was uns das genau bringt, weiß ich aber nicht mehr. Oh, man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Man findet irgendwie ist so cool. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Oh, Gil. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Erhalte Scan-Daten. Sonde gestartet. Erhalte Scan-Daten. Ja, dann mal hin. Und danach gehe ich zu Gil.
Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Okay. Es bringt nicht viel. Also, was heißt, es bringt nicht viel? Wir kriegen Sachen dadurch, aber es passiert sonst nichts. Mögliche Cat-Vorräte. Genau wie Darkett es vermutet hatte. ...29 Lebensfähigkeitspunkte, wow. So, jetzt fliegen wir nach... ...Ah, ja. ...und reden mit Gil. So. Ah ja, eine hoffnungsvolle Spur. Insgesamt wird der Walkthrough kürzer als der von Mass Effect 2, weil ich halt so lange Videos mache, ne? So, und jetzt gehen wir so. Okay, Gil, I'm on my way. Kann ich gleich eigentlich nochmal gucken, ob schon eine von meinen Missionen um ist. Oh, hey. Selber hey. Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Wieso beschäftigt Sie das? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als Sie und Sam beim Pokern betrogen haben, sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Und für diese Erkenntnis haben Sie so lange gebraucht? Ich sagte doch, ich habe das alles nicht wirklich durchdacht. Aber wenn wir nicht überleben, hat im Grunde nichts von dem, was wir hier tun, eine Bedeutung. Jill hat recht. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Ach, der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Sie wollen also ein eigenes Kind? Ich weiß es nicht. Das war für mich nie ein Thema. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Bauchgefühl hat ihn schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Das wusste ich nicht. Es muss schwer für Sie gewesen sein. Hey, letzten Endes ist alles gut ausgegangen. Er hat seinen Teil geleistet und mich in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden. Jo, null Problemo. Nur jetzt müssen wir nach Aya. Damit wir uns die letzte Video. Ich habe den ersten Ruckler eben gehabt. Das heißt, Shepard, übertreib's nicht, denn es liebt zu spacken. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Dr. Tepero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suvi. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen. Oh. Okay, los geht's. Ich schalte mich hier auf stumm, denn jetzt habt ihr, glaube ich, ein etwas längeres Filmchen quasi.
Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Siehst du, Moschein. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wiedersehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Wir waren ein gutes Team. Wir konnten noch weitere Angara befreien und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Das hat Zeit, bis sie sich erholt haben. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht ohne unsere Hilfe. Ich werde das Gewölbe auf ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Cat. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Wir schaffen mit Freuden Platz für Sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Gut gemacht, Jarl. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Ja, Seta. Jetzt könnten wir dem Kram folgen und dann könnten wir theoretisch uns hier noch umgucken. Beziehungsweise das möchte ich dann aber im nächsten Video erst machen. Falls ihr versteht, was ich meine. Weil damit möchte ich dann ein richtiges Spielvideo sozusagen beginnen. Wo wir, was ich dann aufteilen kann in 25 Minuten Schnipsel und so. Ne? Ihr habt kapiert, was ich meine, ne? Ja, gegenseitige Gefallen, ich weiß. Sie sind zurück? Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo, die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Die Vorräte? Ihr Freund ist tot. Kümmert Sie das denn überhaupt nicht? Ich habe um Keldo getrauert, bevor ich Sie damit beauftragt habe, nach seinem Leichnam zu suchen. Er hat für den Widerstand gekämpft und ist für ihn gestorben. Dennoch brauchen wir das, was er uns versprochen hatte. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte Lieferung. Und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. Sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut sie sich geschlagen haben. Das weiß ich zu schätzen. Ich will wirklich, dass Sie und wir miteinander auskommen. Dass wir uns gegenseitig helfen. Das haben Sie bewiesen. Zumindest dieses Mal. Ich muss die Waffen an Ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich Ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die Sie brauchen könnten. Und ich will Ihre Credits mit eigenen Augen sehen. Handeln wir? Ich fürchte, ich hätte davon mehr als Sie. Alles, was Sie bekämen, ist eine Zahl. Ja, aber wer weiß schon, was diese Zahl eines Tages wert sein wird. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Ja. So. Titan ist schon mal cool, aber ich habe nicht so sehr viel Geld, weil eine Titaneinheit kostet 244, richtig? Das wären 732 für 3 von 100. Ja gut, habe ich jetzt eingeschaltet, vielleicht hier noch was anderes hier. Schildkondensat, immer her damit. Kettlegierung. Ja, machen wir erstmal so. Okay. Komm schon. Okay, sagt mir bitte. Bitte beende das Video, lieber Shepard. Mache ich dann wohl auch. Ich will mich nur noch mal hier in dem Gebiet umgucken.
Das ist das Einzige. Wenn ich darf. Vielleicht will ja noch wer sich mitteilen. Aber ich glaube... Oh. Ja, nicht so... Ach ja, ich darf ja jetzt scannen. Das hatte ich ganz vergessen. Das durfte ich ja letztes Mal noch gar nicht. Oh, oh. Okay, wir beenden hier an der Stelle. Ich speichere ganz flux. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, kleiner Roadtrip durch die Stadt. Danke, bleibt gesund, lasst euch da nicht verderben, denkt dran, dass ihr da nicht so viel davon habt und die solltet ihr genießen. So, da bin ich wieder. Ich versuche nochmal. Also es hat fast gar keinen Platz gezogen. Ich weiß gar nicht, warum das so abgespackt hat eben zum Schluss. Wir versuchen es nochmal ein bisschen. Okay. Was auch immer. Okay, das ist wieder irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen jetzt gerade. Aber ein Datenpad haben wir noch. Meine große Liebe, ich hatte nie vor, dich zu verlassen, auch wenn du nie verstanden hast, wie viel du mir bedeutest. War für mich jeder Augenblick, den wir zusammen waren, ein Moment des Glücks. Es gab genügend Gelegenheiten, dir zu zeigen, was ich wirklich empfinde. Aber ich hatte nicht den Mut dazu und ich glaube auch nicht, dass du mich gewollt hättest. Jetzt muss ich gehen und ich denke, ich werde nicht wieder zurückkommen. Ich hoffe, wir werden eines Tages niemandem mehr etwas schuldig sein. Ich träume von dem Moment, in dem wir uns wiedersehen und das Leben führen können, was wir schon immer verdient hatten. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Forschungsstation, okay. Oh, und ich kann eigentlich auch schon wieder aufhören. Denke ich. Weiß ich nicht. Liegt jetzt nicht hier dran, sondern daran, dass ich gerade ein Licht ausgehen sehen habe. Wir dürfen jetzt hier aber rein. Und das ist cool. So. Ah, okay. Das ist etwas, das beschäftigen wir später mit. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Diese ganzen Kram hier, da kriegen wir noch später eine Aufgabe zu. Ich klicke das jetzt zwar alles so vorsichtig mal an, aber im Prinzip brauchen wir es jetzt halt noch nicht. Wir können jetzt einfach hier einmal rumlaufen und mit jedem sprechen, der uns eventuell eine Aufgabe geben möchte, die wir dann später bewerkstelligen, erst wenn wir irgendwann mal wieder hierher kommen, versteht sich. Zum Beispiel hier wahrscheinlich, ne? Wir holen uns aus dem Nichts, Sterne zu berühren, schufen uns viele Welten, ein Zuhause, trauert nicht um das, was die Cat uns genommen haben, erfreut euch an dem, was uns noch bleibt, alles findet ein Ende, macht Platz für neues Leben und die Leere zu füllen. Die Welten und Personen, die wir verlieren, kehren irgendwann zurück. Die Familie wächst auf ewig weiter. Wir widmen diesen Garten jenen, die nicht bei uns sind, aber eines Tages zurückkehren werden. Dieser Ort ist für sie. Okay. Achso, ja, natürlich. Das sollte ich immer berücksichtigen. Pathfinder. Laut Analyse trägt diese Pflanze Früchte. Können wir sie essen? Unbekannt. Falls wir weitere Proben finden, kann ich die Daten zur Untersuchung an Dr. Tipero schicken. Okay, die kenne ich noch nicht. Vielleicht auf der Karte einsehen? Das sind diese Sachen. Angara Shuttle ist klar. Okay, die müssten wir quasi eher... Die müssen wir quasi finden. Alter, das ist aber schwer, oder? Schnellreise, okay. Damit können wir uns hier durch Aya warben. Das kennt ihr ja schon von der von anderen Orten. Okay, hätten wir das zweite.
Sie möchten. Gut, das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Pathfinder. Gut, der Widerstand braucht freiwillige Verteidigung. Zukunft Lagar, schließt euch uns an. Wir können hier den Rüstungshändler kurz anlabern. Bevor Sie mit jemandem handeln, sollten wir uns kurz unterhalten. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morschai jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Hause, Werkzeuge fürs Feld, alles, was Ihr Herz begehrt. Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Was ich nicht verkaufe, machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Labert uns doch nicht dazwischen. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Machen wir. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn Sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Das wollen wir nicht. Das hatten wir schon. Ich würde natürlich jetzt schon gerne alle Früchte finden. Und ich bin positiver Dinge, dass wir das auch tun. Dazu müssten wir aber erstmal nicht in 1000 verschiedene Regionen gehen, sondern einfach hier weitermachen. Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange Sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit Ihnen. Ich werde ein Musterbeispiel für keinen Ärger sein. Na schön. Was auch immer das heißen mag. Nehmen wir immer. Oh, Titan, ey. Ich glaube, das brauchen wir richtig dringend. Ich muss mir das nochmal reinziehen. Nehmen wir auch immer. Modell eines Reliktjägers. Ihr könnt halt, wie gesagt, ganz viele Sachen, die ihr so durch Erkundung oder Missionen bekommt, könnt ihr halt auch kaufen. Aber die sind halt, wie ihr an dem Platin seht und an dem Titan, mega teuer, ne? Daisuen, ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Okay. Besorgen Sie sich Rohmaterialien. Das war bestimmt ein komischer Anblick. Ein Fremder, der unerwartet hier auftaucht, ist für uns nicht unbedingt ein Grund zum Lachen. Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Paripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Kiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Paripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Sie werden nicht. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Okay. Sie haben sie also durch die Tore gelassen. Ja, und mir ist bewusst, dass es eine Ehre ist. Ich werde mich respektvoll verhalten. In Ordnung. Jeder verdient eine Chance, sich zu beweisen. Doppelmod-Erweiterung. Plus 2 Modplätze. Oh, ist das teuer. Verteidigung.
Zero. Da muss ich mir nochmal reinfuchsen, wie viel das jedes Mal gibt. Vielleicht täusche ich mich auch komplett. Wollen Sie auf jegliche Schwierigkeiten vorbereitet sein? Ja, immer. Ich verkaufe nicht an Aliens. Okay, ciao. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Wir müssen darauf achten, nicht zu viel von dem zu verkaufen, was die Nexus braucht. Vertrauen Sie mir. Ich halte bei allem Rücksprache mit Cash. Natürlich vertraue ich dir. Hallo, Rüstungshändler. Hallo. Der will nicht, ne? Oh, jetzt. Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Das sagen alle. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Ja, das werde ich alles nicht gebrauchen können, weil ich diese Rüstung alle total scheiße finde. Achso, das hatten wir ja, ne? Fehlt Ihnen etwas Wichtiges? Bei mir finden Sie es. Hä? Jetzt habe ich doch alle, oder? Oder nicht? Och, komm schon. Ja gut, dann müssen wir uns hier vielleicht schon wieder verabschieden, aber wenigstens haben wir ein bisschen was. Aufstieg ist nur ein weiteres Wort für die Tatsache, dass die Kett uns töten. Und wenn du dich irrst? Was, wenn wir für sie getötet haben, ohne uns dessen bewusst zu sein? Ich habe einen Kett aus der Nähe gesehen, als sie uns angegriffen haben. Er hatte nichts mit unserem Volk gemein. Die Kett benutzen ihre Opfer als Waffen, damit sie zögern. Und wenn die Kett anfangen, ihre Leute dem Aufstieg zu unterziehen, wie werden sie mit ihnen verfahren? Danke für diese Einblicke, Pathfinder. Wir sehen uns mit einem komplexen Problem konfrontiert. Kommt, meine Freunde, lasst uns darüber debattieren. Ja, läuft mit dem Aufnehmen. Also im Prinzip hätte ich jetzt tatsächlich so weitermachen können wie vorher. Also ich hätte einfach die Aufnahmen auf hoch auflösen lassen können, so wie es aussieht. Aber egal, wir können trotzdem nochmal minimal hier versuchen. Was zustande zu kriegen. Hier geht's wieder auf die Plattform. Ja. Irgendwo hier muss es ja nun mal noch was geben. Oh, komm schon, ey. Das geht mir voll auf den Sack. Und nein, das kann nicht am Scanner liegen. Die Kett haben die Stärke des Widerstands zu spüren bekommen und wissen, dass ihr Ende bevorsteht. Unsere Siege und obwohl sind nur der Anfang dessen, was wir erreichen werden. Aber ohne eure Hilfe können wir den Feind nicht besiegen. Seid ihr es leid, in Angst zu leben? Seid ihr davon überzeugt, dass wir für mehr als Sklaverei bestimmt sind? Seid ihr bereit, euch zu erheben und zu kämpfen, dann werdet ihr im Widerstand eine neue Familie finden. Wir werden auch euch dazu ausbilden, gegen die Kett zu kämpfen und uns gemeinsam mit euch zurückzuholen, was uns gehört. Der Widerstand verteidigt die Zukunft Alangara. Schließt euch uns an. Komm schon, sei nicht so ein Affensohn. PC.
Es kann ja nicht so schwer sein, jetzt hier noch das schnell das letzte Ding zu finden. Aber warte mal, war da eben vielleicht noch jemand, der mit uns reden mag? Ich hatte vielleicht ein paar Kratzer, aber doch nichts Dramatisches. Du wurdest so nee. Hart gegen diese Bank geschleudert, dass du zwei Wochen lang auf dem Feld einen Hauptverlust gesetzt hast. Wo bleibt das Schatten? Gut, das sind Drake und Liam. Das könnten wir uns für nächstes Mal aufbeheben, genau. Offensichtlich macht er uns die dritte Frucht tatsächlich sehr schwer. Dann werden wir halt noch mit Liam reden, kurz. Arbeiter Omdal. Arbeiter Fragen. Nervig. Voll nervig. Ich hasse es, wenn ich eine Sache nicht finde. Naja, dann lass uns nochmal dieses Gespräch hier kurz führen, in der Hoffnung, es klappt auch. Oder warte mal. Der hier? Nee. Geht das nur mit denen? Ja. Okay. Hallo. Niemand mag mit mir reden. Niemand hat mich lieb. Oh, siehst du? Er will einfach gerade nicht mehr. Den nehme ich noch mit. Komm. Da ist er. Willkommen im Tavitan. Möchten Sie etwas trinken? Oder haben Sie vielleicht Hunger? In diesem Fall könnte ich Ihnen Nährstoffbrei anbieten. Er ist nicht so aufregend wie frisches Obst, aber er wird Ihnen schmecken. Dieser Nährstoffbrei, woraus genau besteht das Zeug? Kurz gesagt, aus allem. Nahezu sämtliche Lebensmittel, die wir anbauen, werden direkt dazu verarbeitet. Wir können mit einer einzigen Ernte einen gesamten Planeten ernähren und sogar noch einen Teil auf andere Welten schicken. Wenn wir Ihr Verfahren nutzen würden, müssten wir niemals eine Lebensmittelknappheit befürchten. Wenn Sie möchten, kann ich Ihrem Schiff einige Proben schicken. Dann können Ihre Leute sie untersuchen. Sie würden der Nexus damit einen großen Gefallen tun. Betrachten Sie es als erledigt. Was bedeutet Tavitan? Mein Translator konnte das Wort nicht übersetzen. Das hängt vom Kontext ab. In Bezug auf eine Person bedeutet es alter Freund. Geht es um einen Ort wie diesen hier, heißt es eher so viel wie ein Ort, an dem man zu Hause ist. Was ist, wenn man sich im Tavitan mit seinem Tavitan treffen möchte? Das würde man dann schon verstehen. Ich bin mir sicher, Ihre Sprache hat auch so ihre Tücken. Allerdings. Aber davon will ich gar nicht erst anfangen. Ich hätte gern einen Drink. Ja, okay, da sagt er nicht zu. Das wäre vorerst alles. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Gut. Ihr habt gesehen, was der PC sagt. Der PC... Oh. Nach der Cat-Einrichtung hat sich die Einstellung uns gegenüber deutlich verändert. Die eine Hälfte der Angara ist dankbar, die andere noch misstrauischer als vorher. Wir sollten versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Die sind aus irgendeinem Grund alle damit beschäftigt, Korra anzustarren. Ja. Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Sie sind nun mal ein eher unschöner Anblick. Das sagt der Richtige. Als ich zum ersten Mal einen Menschen gesehen habe, konnte ich gar nicht verstehen, wie bei so einer dünnen Haut das Blut im Körper bleibt. Okay. Ja, es bringt halt nichts, ne? Ich würde voll gerne noch... Aber, naja. Okay, dann speichern wir und dann... Sage ich jetzt wirklich mal, ihr habt es eben schon gehört, genießt euren Tag, weil davon gibt es nicht so viele. Haut rein, euer Shepard.